Herzlich willkommen zu unserem Kurzvideo zu den Grundkompetenzen von Windows 11. Heute geht es um Benachrichtigungen, wie man diese für bestimmte Programme ein- und ausschalten kann. Dazu geben wir wieder in Windows-Einstellungen hinein, wie wir schon öfter gemacht haben. Windows-Taste mit I gleichzeitig gedrückt, Tastenkombination Windows I. Auf der linken Seite wählt man System aus. Dann wählt man auf der rechten Seite Benachrichtigungen aus, bekommt dann eine Reihe von Apps und Programmen angezeigt. Könnte hier auf Ein- und Ausschalten, wird dann gar nichts mehr angezeigt. Wenn man genauere Einstellungen vornehmen möchte, wählt man hier diesen Pfeil und kann dann hier die Art der Darstellung, in welchem Umfang Benachrichtigungen angezeigt werden sollen, dann genau einstellen. Ja, und das war's dann auch schon. Danke für deine Aufmerksamkeit, wir sehen uns im nächsten Video wieder.